Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Age of Empires. Ja, unsere nächste Kampagnenmission heißt die Nahrungssuche. Und die starten wir doch gleich mal. Die Nahrungssuche, 7000 vor Christus. Das sind gerade mal 1000 Jahre vergangen seit der letzten Mission. Passt doch. Szenarioanweisung. Die Jagd liefert entlang des Nils schon seit Jahrhunderten eine sichere Nahrungsquelle. Doch hat die steigende Anzahl Jäger das Wild dezimiert. Pflanzen als Nahrungsmittel, die Fleisch ersetzen oder ergänzen, sind eine Alternative. Jäger berichten, dass sich auf der anderen Seite des Flusses in Richtung Osten Bärensträucher befinden. Suchen Sie diese Nahrungsquellen und denen Sie dort sammeln, richten Sie in diesem Gebiet ein ansehnliches Dorf mit einem Kornspeicher, einer Ladegrube und einem Hafen. Ziele der Mission. Bauen Sie eine Ladegrube. Bauen Sie einen Kornspeicher. Bauen Sie einen Hafen. Ja, sammeln Sie Holz, um Holz zu fällen. Blub, die Nahrungssuche, bla blub. Errichten von Gebäuden kriege ich auch gerade noch hin. Ja, genau. Drücken Sie auf Umschalttaste und klicken Sie auf Öffnen. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Na gut. Diese Anweisung während des Spiels anzuzeigen. Ja, gut. Die Geschichte. Geschichtliche Anmerkung. Es ist nicht eindeutig geklärt, ob unsere menschlichen Vorfahren sich in erster Linie von Aas, von der Jagd oder von Pflanzen ernährten. Wahrscheinlich ist, dass sie die Nahrung sammelten, wie sie sie fanden. Und dass die unterschiedlichen Verfahren sehr stark von den Umweltbedingungen abhingen. Im Grasland war die Hauptnahrungsquelle zum Beispiel die Jagd. In Küstennähe wurden Meeresfrüchte oder die Eier von Seevögeln gesammelt und Fische gefangen. Ein Flusstal oder Delta, wie das des Nils war, wegen der... Was? Ach so. Ein Flusstal oder Flussdelta, wie das des Nils, war wegen der vielen Fisch-, Vogel- und Wildarten, sowie essbaren Pflanzen, die dort vorkamen, ein besonders ertragreicher Siedlungsort. Mit der Zeit lernten die Menschen anfänglich durch das Beobachten von Tieren, welche Nüsse, Früchte, Samen, Wurzeln und Pflanzen genießbar waren. Die Orte zur Nahrungssuche in Age of Empires verfügen alle über diese Nahrungsquellen. Sammler lernten die Zeit des Wachstums kennen, indem sie sich daran erinnerten, zu welcher Jahreszeit und an welchem Ort bestimmte Nahrung zu ernten war. Bestimmte Früchte, zum Beispiel reiften nur wenige Monate. Nomadische Sammler entwickelten eine bestimmte Route und um am richtigen Ort von den jahreszeitlich abhängigen Nahrungsvorräten zu profitieren. An einem besonders fruchtbaren Ort wie dem Flusstal ermöglichten die vielen verschiedenen Nahrungsquellen den Bau von Dörfern, da Nahrung das ganze Jahr über vorhanden war. Die ersten Dörfer bestanden aus Häusern und Plätzen, an denen Nahrung geschützt aufbewahrt werden konnte. Ja. So. Ich glaube, ich werde in diesem Let's Play viel zu lesen haben. Die Dinger werde ich auch immer vorlesen, denke ich mal. Ja, und wir fangen mal an. Da sind wir mit unseren drei Bauern und können direkt mal einen zu den Bären schicken, einen ins Holz und einer bleibt rumstehen. Nee, kann man die... Nee, ich glaube, die konnte man nicht. Dann ist noch... Ja, der andere sammelt auch mal Nahrung. So, unsere Ziele waren... Ein Kornspeicher, ein Hafen und eine Lagergrube. Also an sich ganz viel Holz eigentlich und Nahrung eigentlich gar nicht, aber ich mach mal Nahrung, damit wir mehr Leute brauchen, damit das ein bisschen schneller vorangeht. Von unseren 7 Bauern aus der letzten Mission sind ganze 3 übrig geblieben. Ja, gut. Ne, wir sind ja auch ein anderes Dorf und so. Ja. Dann würde ich sagen, heißt das erstmal abwarten. Ja, ich probiere gerade ein bisschen was rum. Habe ja bisher immer mit Fraps und Outer City aufgenommen. Jetzt probiere ich mal mit Contagia was. Ja, wenn das so funktioniert und besser ist als beim letzten Mal, dann werde ich das auch beibehalten, weil Fraps hat hier bei Age of Empires das Problem, dass es die Sequenzen, die manchmal vor den Missionen kommen, nicht aufnehmen kann. Und dann muss ich die dann extra mit Temptation aufnehmen und dann einfügen und ja, das hat mich gerade schon ein bisschen angekürzt. Momentan ist die erste Folge ja am Rennen. Ich denke mal, mein Rechner schafft es gerade noch so, dann nebenher noch Age of Empires abzuspielen. Ist ja schon ein ziemliches High-End-Game, aber
Ja, macht halt mal noch Spaß, ne? Oh, jetzt habe ich verpennt, dass wir 50 Nahrung hatten. Gleich mal einen neuen Bauern gemacht. Der geht dann, denke ich mal, ein bisschen westlich erkunden. Also westlich links, ne? Westlich. Ob da eventuell. Warum lief's jetzt? Der geht mal gucken, ob eventuell da ein bisschen mehr Holz rumhängt. Hier ist ein Bäumchen, da ist ein Bäumchen. Boah, falsche Richtung. Wow, 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 nee, 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 nicht mit den Krokodilen anlegen. Puh. Hier ist Holz. Hier ist viel Holz. Ja, da kann er sich doch mal zu schaffen machen dran. Krokodil verfolgt uns zum Glück nicht mehr. So. Da kommt dann nachher auch meine Lagergrube hin. Da so. Wo jetzt das erste graue Fleckchen ist. Ah, wir haben wieder 50 Nahrung. Sie müssen mehr Häuser bauen. Oh. Gut. Bau mal. Aber ein Haus bauen? Ah, kostet Holz. Naja, gut. Hier sollen die Tür, würde ich ja sagen. Ja, man muss natürlich immer abwägen, wie es jetzt schneller geht. Bauen wir ein Haus und verlieren 30 Holz oder bauen wir halt. Nee. Und bauen dafür einen Bewohner, der viel arbeiten kann dann. Oder lassen wir es bei den Vieren und Dings. Aber ich denke mal, ich mach's lieber so. Jo, die beiden Bäume sind bald weg. Dann geht der jetzt an den Baum. Muss man aber aufpassen, dass er nicht automatisch dann an den nachher geht, weil sonst kommt das böse Krokodil da an. Das fände ich nicht so toll. Wenn der da fertig ist, wie viel Holz hat denn der? Wie viel Holz hat denn der Baum noch? Krieg ich jetzt nicht angeklickt. Okay. Du sammelst mal hin. Und sobald wir 120 Holz haben, kommt die Lagergrube dahin. 94 haben wir ja schon, heißt uns fehlen bloß noch 2,5 Lieferungen. Nein. Da kommt eine. Jetzt kommen noch zwei. Also müssen noch zwei kommen. Wie viel Holz hat der Baum da? 65 noch. Der ist jetzt wahrscheinlich. Ah, der hat noch 45. Wow. Nicht schlecht. Okay, und da. Du, bleibst mal da. Baust uns eine Lagergrube nach. Da. Genau. Und beeil dich mal ein bisschen, ja? Damit der nicht so weit latschen muss. Du hast noch. Ja, muss natürlich beleuchtet sein, damit ich es anklicken kann. Du hast noch 55, okay. 58%. Na, kaum bau schneller. Nee, bleib mal gleich da. Bis da weg. Dann können da beide Holz fällen. Aber du nimmst einen neuen Baum, bitte. Ja, so. Geht doch voran. Wir haben schon wieder 54 Holz. Brauchen dann 120. 100 für den Hafen. Den bauen wir mal zuerst. Können wir eventuell was. Nee, können wir nicht, weil das kostet viel Holz. Das wäre sinnlos. Wir können aber mal einen Bauern machen. Habe ich schon wieder voll verpinnt. Du hast 9, du hast 10 Holz. So, dann haben wir 94 Holz. Gehen wir schon mal dahin. Jetzt 104. So. Und mit den 100 kannst du da mal einen Hafen hinbauen. Und du gehst da hinten. Holzfällen. So. Wenn der mit dem Hafen fertig ist, geht er auch nach da hinten. Dass man da den Baumstumpf halt, das ist ja nicht so wild. Da ist der Weg nämlich viel kürzer und wir müssen nicht so nah ans Krokodil ran. Wie lange sind die noch mit ihren Bären? Oh ja. Achso, nee. Okay.
Achso, der macht ja gar nicht. Haben wir bloß einen in der Nahrung? Okay. Ich dachte, wir hätten zwei. Das ist ja egal. So viel brauchen wir ja nicht an Nahrung. Ja, wirst du mal fertig mit dem Mann? 89%. Unser Hafen ist fertig, wir könnten ein Fischerboot bauen, machen wir aber nicht, weil wir es wohl besser benötigen können. Und wir sind ja auch schon wieder fast fertig. Wo gehst du denn hin? Nee, da gehst du nicht hin, du machst da hinten mit. Denn wir brauchen ja bloß noch den Kornspeicher. Und der kostet 120, wir haben schon 119. Und einer, der ein Holz hat, die mal wegbringen. Und jetzt können wir alle zusammen den Kornspeicher dahin bauen, dann sind wir mit unserer zweiten Mission fertig. Jojo. Da, da, da. Lauft euch nicht selber in meinen Haufen. Sie haben gewonnen. Das ging flott. Ja. Geschichtlicher Ausgang. Der Nil führte jedes Jahr Hochwasser und bedeckte den überschwemmten Boden mit einer frischen Schlammschicht. Dieser Boden war äußerst fruchtbar und das Niltal ein ausgezeichneter Ort zum Sammeln wilder Pflanzen. Die Ägypter lernten früh Pflanzen zu sammeln, um ihre Jagdmahlzeiten zu ergänzen. Die neuen Nahrungsquellen führten zu einer größeren Bevölkerungsdichte und die Ägypter wurden immer stärker. Ja, 163 Punkte. Ich denke mal wieder 100 für Überleben und 63 für die Wirtschaft. Ach, Entschuldigung. So, schließen wir mal. Und als nächstes kommt dann Entdeckungen. Aber wir machen erstmal einen Stopp an dieser Stelle. Und ich guck mal, wie das Ganze mit Camtasia so aussieht. Also, haut rein. Bis dann. Ciao.